So, jetzt haben wir die Texte eingegeben. Jetzt kommen wir zu den Bildern. Für die Bilder allerdings brauche ich noch zusätzliche Seiten. Ich kann jetzt Folgendes machen. Wir merken uns mal diese Seite. Wenn ich hier doppelt draufklicke, gehe ich auf Seiten. Hier habe ich diese Seitenstruktur nochmal. Ich sehe jetzt hier, habe ich die Seite 1, das hier oben, Seite 2, 3 und die letzte Seite, Seite 4. Und ich kann jetzt hergehen, kann mir diese Seite 2 markieren. Und kann hier mit dem Rechtsklick entsprechend Seiten einfügen. Ich könnte jetzt also hergehen, könnte sagen, nach dieser Seite soll er eine Seite einfügen. Okay. Und dann sehe ich, ich habe hier jetzt zwischen diesen beiden Seiten, die waren vorher zusammenhängend, habe ich eine neue Seite. Und was auch ganz toll ist, vorher war auf diesem Blatt die Seitenzahl rechts ausgerichtet. Und auch dieser Farbverlauf war rechts ausgerichtet und jetzt ist es hier wieder nach links ausgerichtet, genauso wie es dann später beim Durchblättern gehört. Also um diese Elemente hier auf den Seiten brauchen wir uns keine Gedanken mehr machen. Ich kann aber auch hierher gehen und sagen, ich möchte Seiten einfügen und zwar gleich zwei Stück und dann vor dieser markierten Seite. Dann habe ich hier entsprechend zwei Seiten davor. Hier oben habe ich noch die entsprechende Formatierung, und zwar einmal die linksseitige und die rechtsseitige. Hier oben habe ich keine Formatierung, das ist hier oben. Ich kann also diese Formatierung nehmen, hier runterziehen und dann sehe ich, hier verschwinden dann alle Elemente und ich habe hier eine komplett leere Seite. Wenn ich zum Beispiel eine ganzseitige Fotoseite machen möchte, wäre das von Vorteil. Ich kann aber auch wieder hergehen, okay, das ist eine linksseitige Formatierung. Ziehe ich hier rein, halt, ich muss es hier reinziehen und dann habe ich das wieder so drinnen.